Ingo Bayer von Morgenstern. Herzlich willkommen zurück auf unseren YouTube-Kanal. Gerade hatten wir uns schon über den intensiven Wettbewerb in China unterhalten und Sie hatten das in der Pause noch kurz das Beispiel der PC-Industrie gebracht. Wollen Sie das vielleicht noch mal kurz erzählen? Ja, alle Industrien entwickeln sich nach einem gemeinsamen Schemata in China. Am Anfang entstehen in jeder Stadt, in jeder Provinz ein ähnliches Unternehmen. Ich erinnere noch, als der PC-Markt schon weltweit reif war, entstanden aus dem Nichts in China 120, 130 PC-Unternehmen, wo wir uns alle fragten, wie kann das sein? Man verdient doch kein Geld mehr in diesem Markt, weil die Margen waren schon extrem gering. Die Chinesen taten es, alle kämpften gegeneinander und es überlebten zum Schluss nur noch ganz wenige, eine Handvoll Unternehmen, die allerdings hochprofitabel waren, die extrem gut gemanagt waren. Und das Interessante, diese Unternehmen hatten praktisch keine Schulden. Wenn Sie sich heute die Marktführer anschauen in den verschiedenen Zukunftstechnologien, die chinesischen Marktführer, das sind Unternehmen, die haben ein Debt-to-Equity-Ratio von nur im Schnitt 30%. Das ist Tagesliquidität. Die sind praktisch unverschuldet und haben Wachstumsraten, die im Schnitt zwischen 30% und 50% liegen bei einem Umsatz, wenn ich mal in unser Portfolio gucke, von über 2 Milliarden. Wo finden Sie eine solche große Anzahl von Unternehmen, die diese Kennzahlen haben, über 2 Milliarden Umsatz, praktisch keine Verschuldung und ein Wachstum zwischen 30% und 50%? Das ist das Faszinierende in China, dass die Firmen, die den Kampf der Wölfe überleben und als Sieger herausgehen, hochattraktiv sind. Und das Schöne ist, es gibt sehr viele dieser Unternehmen. Also wir könnten heute 50, 60 solcher Unternehmen nennen, die Sie, wenn Sie ein Private Equity Investor wären, lieben im Portfolio zu haben. Wie kann man denn heute die Champions von morgen finden? Ja, das ist genau der Kern dessen, was wir machen und was wir in über 25 Jahre China-Erfahrung, McKinsey-China-Erfahrung unseres Teams beieinander haben und gelernt haben. Wir haben ein Mehrschrittverfahren. Im ersten Schritt suchen wir uns die attraktiven Zukunftsindustrien aus. Also keine Kohle, aber dafür Healthcare. Nicht so schwierig. Im zweiten Schritt schauen wir uns an, dann schauen wir uns alle börsennotierten chinesischen Unternehmen, die weltweit notiert sind, in den dann attraktiven Industrien aus, ca. 25 Industrien oder besser gesagt Sektoren, eine große Anzahl. Bei diesen Firmen schauen wir uns an, wer ist eigentlich heute am besten. Heute am besten ist, wer wächst am stärksten, wer ist am profitabelsten, wer hat den größten Umsatz, wer hat die geringste Verschuldung. Also alles das, was die Unternehmen in der Vergangenheit richtig gemacht haben. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, wer wird denn morgen am besten sein? Und in China, das ist so ein bisschen auch mein Steckenpferd und Inhalt der Vorlesung bei der Tsinghua-Universität, muss man eine andere Analysemethodik entwickeln, um zu sehen, wer morgen den Markt führt. Und die ist? Ja, wenn wir in Europa eine Unternehmensanalyse machen, um die Zukunft zu analysieren, spielt der Faktor Zeit und Veränderungsgeschwindigkeit nur eine sehr geringe Rolle. In einem chinesischen Markt, in dem die Firmen, die guten Firmen mit 30-50% wachsen, hat man Halbwertszeiten von vielleicht 2 Jahren. Das heißt, wir müssen in alle Methoden, Analysemethoden, die wir haben, die Zeit, die erste Ableitung, aber auch die zweite Ableitung mit reinbringen. Ein Beispiel. Heute vergleichen Sie Mercedes und BMW und gucken nach, welches der Unternehmen hat die höhere Produktivität und entscheiden sich vielleicht bei Ihrer Investmententscheidung für das Unternehmen, was eine etwas höhere Produktivität hat. Die Unterschiede sind nicht groß im Übrigen. In China ist diese Analyse fast sinnlos, denn sie kann nur der erste Start der Analyse sein. Wir gucken uns an, wie ist die heutige Produktivität? Wir gucken uns an,
mit wie ist die Veränderung, also wie ist die Produktivitätssteigerung des Unternehmens. Und wir schauen uns an, wie ist die zweite Ableitung der Produktivität, also welches Unternehmen steigert die Produktivität über Zeit schneller, in anderen Worten beschleunigt die Produktivität schneller. Das ist eine Methode, mit der Sie einen sehr guten Einblick bekommen, was mit den Unternehmen aller Voraussicht nach morgen geschieht. So. Der zweite Blick ist, wo stehen die Unternehmen morgen? Schon mit diesen beiden Faktoren meinen Sie, sie seien am Ende, leider gefehlt. Denn es kommt jetzt der vierte Schritt dazu, das sind die weichen Faktoren. Und auch diese weichen Faktoren sind Faktoren, die Sie sich in Europa und Amerika eigentlich nicht anschauen. Also die Frage zum Beispiel, wer auditiert das Unternehmen? Wenn es die großen internationalen Auditfirmen sind, machen wir einen Haken dran. Bei den chinesischen Auditors schauen wir schon sehr genau hin. Wir haben nur eine sehr kleine Anzahl, ich glaube es sind 5 chinesische Auditors, die wir für unser Portfolio zum Beispiel zulassen. Wir schauen uns an, wie können Erträge im Unternehmen verschoben werden. Und man staunt, dass nämlich in manchen börsennotierten Unternehmen Erträge sehr leicht auch in private Taschen verschoben werden können, was wir dann als interessantes Unternehmen sofort ausschließen. Wir schauen uns an, wie sind Dinge wie Pollution, Kinderarbeit, Bestechung, Themen, die wir uns in Deutschland im Zweifelsfall nie anschauen würden in einem DAX-Unternehmen, in China wichtig. All diese Dinge möchten wir nicht haben. Wir schauen uns an, wer sitzt im Vorstand, wem gehört wirklich das Unternehmen, auch in Minderheiten, wer ist der Aufsichtsrat. All diese weichen Faktoren sind extrem wichtig, auch für eine Risikobeschränkung des europäischen Investors. Können Sie ein Beispiel für so ein, oder ein Negativbeispiel für ein Unternehmen geben, wo man das Gefühl hat, da wird in die eigene Tasche gewirtschaftet? Ich gehe mal in ein historisches Beispiel. Die Firma Gome. Gome ist ein Electronic Retailer, verkaufen alle elektronischen Haushaltsprodukte. Gome hatte einen Börsengang, in dem nicht alle Gome-Shops an die Börse gingen, sondern nur ein großer Teil der Shops. Schaute man mal genauer hin, dann stellte man allerdings fest, dass die Shops, die nicht an die Börse gingen, durchaus sehr attraktive Shops waren. Die blieben in Eigentümerhand. Schaute man noch mal hin, stellte man fest, dass einige der Zentralfunktionen in Eigentümerhand blieben und man damit über diese Zentralfunktionen natürlich beliebig über Transferpreise die Ergebnisse von links nach rechts schieben konnte. Somit waren im Grunde genommen der Manipulation der Ergebnissituation des börsennotierten Unternehmens Tür und Tor geöffnet. Für uns wäre dieses ein absolutes Ausschlusskriterium gewesen. Dass später dann der Eigentümer ins Gefängnis ging, hat sicher nichts mit dem zu tun, aber zeigt, dass man in ein Umfeld von vornherein über diese weichen Faktoren besser Unternehmen ausschließt. Sie haben es ja schon ein bisschen angeschnitten mit den Auditoren. Was für Maßnahmen unternehmen Sie noch, damit Sie nicht über den Tisch gezogen werden bei chinesischen Unternehmen? Also, ich glaube, dieser Satz von, ich sag mal, Inside-Out-Maßnahmen, die wir in der Due Diligence mit ansetzen, hilft schon sehr gut. Und ich glaube, wir sind heute in der Sicherheit der Vermeidung von Fehlern sehr hoch. Wir unterscheiden zwischen zwei Fehlern bei der Auswahl von Unternehmen. Der Fehler erster Ordnung ist, dass wir ein sehr gutes Unternehmen nicht nehmen, nicht auswählen, weil es vielleicht einen Auditor hat, den wir nicht kennen. Fehler erster Ordnung, mit diesem Fehler leben wir problemlos. Es gibt so viele attraktive Unternehmen, dass wir überhaupt nicht auf ein einzelnes Unternehmen angewiesen sind und nicht traurig sind, wenn irgendein Unternehmen, was wir aus einem bestimmten Grund nicht ausgewählt haben, jetzt sich fantastisch entwickelt. Wir sind aber extrem vorsichtig und vermeiden den Fehler zweiter Ordnung. Der Fehler zweiter Ordnung bedeutet nämlich, dass wir ein falsches Unternehmen nehmen. Also
verwenden wir einen großen Anteil unserer Due Diligence genau auf diese Fragestellung. Und dann muss ich sagen, 25 Jahre von meinem Partner Stefan Albrecht und mir in den tiefsten Katakomben der chinesischen Unternehmen zu analysieren, zu sehen, was man sehen wollte, aber auch Dinge zu sehen, die man nicht unbedingt sehen wollte, hilft da natürlich sehr. Und ich kann jeden nur warnen, ein Unternehmen aufgrund von Daten, Bloomberg-Daten auszuwählen, kann eine große Überraschung bringen. Daran anschließend die Frage, wie wichtig ist es, vor Ort zu sein, sich selbst ein Bild zu machen? Es ist extrem wichtig. Also Sie müssen einen chinesischen Research in Mainland China haben. Und es reicht nicht, was viele andere machen, ein Research in Hongkong. Hongkong ist Greater China, aber nicht Mainland China. Hongkong spielt nach anderen Spielregeln. Sie müssen vor Ort in China sein. Sie müssen die Unternehmen besuchen. Sie müssen die Presse auswerten. Sie müssen Telefonate führen mit anderen Insidern. Wer das nicht vor Ort macht, handelt in dem heutigen Kapitalmarkt, erlauben Sie mir zu sagen, grob fahrlässig. Der Kapitalmarkt in China ist ineffizient und intransparent. Und die Ineffizienz ist eine Riesenchance. Die zu überkommen, schafft Rieseninvestmentmöglichkeiten. Aber die Intransparenz bietet eine Chance, aber auch ein Riesenrisiko. Und dieses Risiko können Sie nur minimieren, indem Sie vor Ort eine detaillierte Erhebung von harten und weichen Faktoren machen. Wie machen Sie das persönlich bei Ihrem Fonds? Wir haben ein eigenes Research-Team in Shanghai. Wir haben im Moment 3 Leute, wir werden das weiter ausbauen. Wir haben das Riesenglück, dass unser Head of Research, Patrick Liu, war lange, lange bei McKinsey Head of Research in China, ist woanders hingegangen, hat in einem anderen Unternehmen gearbeitet und als wir den Fonds auflegten, fanden wir ihn und haben ihn rekrutiert, dass er heute unseren Research leitet. Ein brillanter, hoch ausgebildeter Mann, der China durch 20 Jahre Research in China wirklich von innen heraus kennt und weiß, welche Steine man umdrehen muss, um genau dies zu vermeiden. Ist es denn möglich für einen auswärtigen Investor auch weitere Informationen über interessante chinesische Unternehmen zu sammeln? Nur in China, nur auf Chinesisch. Wenn Sie sich einmal anschauen, Bloomberg deckt ungefähr 30% der Informationen ab, die Sie brauchen, um eine Investmententscheidung zu treffen. Es gibt ein chinesisches quasi Pendant zu Bloomberg, da bekommen Sie vielleicht 60%, 70% der Informationen. 30% der Informationen müssen Sie sich zusammensuchen über Blogs, über Presse, vieles bekommen wir über ein riesiges McKinsey Alumni Network raus, die über WeChat alle verbunden sind. Vieles bekommen wir raus über die Tsinghua Universität, die extrem eng mit der Partei, mit der Regierung, damit auch mit den Unternehmen zusammenarbeitet. Sie brauchen in dem heutigen Zustand des Marktes, brauchen Sie sehr viel mehr Quellen, als Sie in einem reifen Markt brauchen. Sie sind ja auf der Suche, in dieser Methode sind Sie auf der Suche nach Champions. Mhm. Können Sie vielleicht einzelne Champions mal nennen als Anschauungsbeispiel? Ja, gerne. Also nochmal, es gibt der Riesenvorteil, es gibt eine sehr hohe Anzahl von Industrien, die attraktiv sind. Jeder dieser Industrien sind die Nummer 1 oder die 2 sind mögliche Champions. Das heißt, wir haben ein riesen Auswahlportfolio. Aber nennen wir mal einzelne Namen. Ein Namen, den Sie vielleicht kennen, New Oriental, wurde schon vor über 10 Jahren über IPO gelauncht, bin auch in Amerika bekannt, ist heute der Marktführer für Ausbildung. Ausbildung in China ist eins der wichtigsten Themen. One Child Policy, in dieses eine Kind wird gerade in der Ausbildung reingepumpt, was möglich ist. Und New Oriental kümmert sich genau darum, den Eltern zu helfen, dass ihre Kinder besser vorbereitet werden auf die Ausbildung, hilft in Englischkursen, hat heute über 770 verschiedene
Schulen im Land, Outlets, ein wirklich fantastisches Unternehmen, was große Beiträge leistet, den allgemeinen Ausbildungsstand in China zu erhöhen. Ein hochinteressantes Unternehmen mit unserer Sicht einer großartigen Zukunft. Neue Industrien, Pharma. China kommt aus der Herbal Medicine, aber die klassische Pharmaindustrie entsteht gerade. Wir finden ein Unternehmen, Hengrui Medicine zum Beispiel, sehr attraktiv. Sie kommen aus der Onkologie oder Anästhesie, kommen aus der Generika. Sie wollten First Mover in Generika werden, heute in normale, klassische Pharma, verschreibungspflichtige Pharma. Sicher interessant, 20-25% Marktanteil bereits in China, gibt es schon im Übrigen auch in Deutschland, aber noch sehr früh im Zeitraum. Ein Unternehmen, was wir meinen, was in der zukünftigen Pharmaindustrie eine ganz große Rolle spielen wird in China. Unternehmen wie Face Recognition, wie Voice Recognition, iFlytek, Hikvision, sehr interessant, 70% Marktanteil zum Teil in China, Face Recognition verbaut in 2 Milliarden Kameras, die auf den Straßen stehen, heute durch Artificial Intelligence in ein hochmodernes Identifikationssystem ausgebaut. Wir würden nie in Europa so ein Unternehmen entwickeln können, allein aus den ganzen Datenschutzgründen, die in China einfach anders gesehen werden. Dies sind alles Unternehmen, die ein fantastisches Wachstum haben, die eben in den Größenordnungen von mehreren Milliarden Umsatz liegen, die in den Größenordnungen von Wachstum von 30, 40, 50% und unverschuldet sind. Also hochspannende Unternehmen, die aus unserer Sicht ein gewaltiges Entwicklungspotenzial noch vor sich haben. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in den chinesischen Markt und zu einzelnen Champions. Danke sehr gerne.